Diese Fleischbrösel ernähren sich nicht Fisch und Fleisch, auch von Insekten. Aber kein Gemüse. Oder Obst. Okay, Yoshi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Ach ja, die habe ich da unten verkuppelt. Was mache ich jetzt als nächstes? Warten, dass Rodania vorbeikommt. Was ist das? Verdammt! Oh, Alter, habt ihr das auch so, dass da plötzlich irgendwie... Ah, da kommt er ja. Hallo, Rodania. War Rodania. Dann läuft er mir hier immer so rum, immer schön so rum. Dann bleibt er stehen, guckt da nach oben. Und so, als ob er kurz irgendwie... Da, seht ihr, als ob er was nachdenkt. Oh, vielleicht denkt er nach, was er morgen essen könnte. Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich da... Quatsch. Quelle der Kraft. Die Siegenkriegerin. Das sind so... Hier. Die Mütze des Händlers. Die Mütze des Händlers. Die seltsame Maske. Feengewand. Dass ich einfach das hier mal langsamer hole. Kleine, große Wünsche. Dann, muss auch kommen. Der Waffenlack, die Kälte. Da, okay. Was war, von durchstochenen Gipfeln nach Südosten. Den Berg haben wir schon gesehen. So, jetzt müssen wir leider die Maske tragen. Also, was heißt, wir müssen gar nicht? Aber wäre vielleicht besser, wenn man einfach seine Ruhe haben will. Und wir werden hier das hier, Bergungstaucherhelm und so, also Bergungstaucher und diese ganzen Sachen, werden wir jetzt hervorstehen, mir den Untertau holen. Man könnte meinen, der läuft unten ohne rum. So, der Bär. Kann man den irgendwo sehen? Oh, das war doch nicht noch. Nee. Wo gehen wir mal hin, so. Ja, hier waren wir noch nicht alles. Ach, da will ich hin, wenn ich... Ja, richtig erkunden wollte ich, wenn ich die ganzen... Also den ganzen die Titan gemacht habe und dann halt die Prüfung, wo Link dann seinen eigenen Titan bekommt. Obwohl Titan ist da wirklich ziemlich unpassend. Weil das ist nicht gerade groß. Wir können auch was anderes gucken. Ja, wir können auch erstmal zum Richtung Todesberg gehen, um eigentlich die eine Rüstung. Ja, Rüstung. Ich meine, dass wir jetzt auch mal die Erinnerung weiterholen, damit wir das True-Ending bekommen. Schrein in der Nähe. Okay. Ach nein, es regnet wieder. Ist das euer Scheiß Ernst? Ich war ein bisschen irritiert. Ich habe zwar die Musik da gehört, aber dachte, weil er ja so noch nichts gemacht hat, dass es auf den Flederbeißer bezieht. Was ja nicht der Fall war. Jetzt kriegt es nicht mehr. Okay, versuchen wir mal. Das Problem ja hier hat es auch deswegen geregnet. Wegen dem Schrein. Damit man halt dieses Rätsel mit dem Blitz lösen kann da.
Also ich gehe jetzt davon aus, dass es deswegen der Grund war, warum es immer wieder so geregnet hat und immer mich daran gehindert hat, dass ich da hochklettere. Oh, fuck my life. Ich hasse das. Aber ich glaube, da gibt es so keinen Zelda-Gamer, der das irgendwie liebt. Das ist, das, ja, wenn man gerade am Klettern ist, dass es dann anfängt zu pissen. Piss off, was? Ach ja, was ich auch so geil finde, ist ja, ich habe jetzt eine Altersbeschränkung bekommen für mein Let's Fetz. Nur weil ich halt den Fehler gemacht habe. Was ist das für ein Lagerpaper? Hier ist auch irgendwie so ein Schrank. Sag ich halt eine Sub mehr aus dem Hin, wo das Wort Bitch drinne, also vorkommt. Und, naja, ich hätte ja auch nicht, ja, sorry, jetzt kann man sagen, ja gut, das soll ich denken können. Ja, Leute, aber ich habe immer gedacht, dass Bitch, also ich meine, ich höre ja schon öfters bei My Let's Plays, auch bei Pandoria, das Wort Bitch. Und da gab es bisher nie irgendwie so einen Aufriss. Und da bin ich aber davon ausgegangen, ja, das ist irgendwie akzeptabel so, aber anscheinend nicht. Und jetzt muss ich irgendwie mal da sagen, ey Leute, es sind das und das. Problem ist nur, es lässt sich, sag ich, da ich auch noch eine Erklärung dazu gegeben habe, aber was damit ist und so, und ich hatte es mit dieser, ist es, war so der Ansicht, man dann, ach, oh, kann ich es nicht abschicken? Im Motto, oh, versuch's ein Spiel mal. Weißt du, diese bescheuerte Meldung. Also ernsthaft, es gibt so heftige, manchmal wirklich Sachen, die wirklich, also auch so manchmal Sandmills, wo ich mal frage, ist das euer verdammter Scheiß ernst? So richtig geeklige? Da wird aber nichts gemacht. Aber wenn ihr in ein Sandmill das Wort Bitch drin ist, was eigentlich ja, okay. So, dann ist der Teufel am Tanzen, oder was? Ich will ja nicht sagen, dass es, das sag ich mal, ist, dass man alles Mögliche zeigen darf, weil es gibt wirklich jede Menge Scheiße. Nur wenn man so überlegt, das harmlose Wort Bitch, okay, ich weiß, es heißt Schlampe, aber es kann auch Miststück heißen. So, je nachdem. Und wenn ich mal so denke, was da, ja, ich sag jetzt mal, German Let's Play immer so für heftige Worte sagt, also du Fotze und so. Und da keine Altersbeschränkung gibt, was nicht heißen soll, dass das jetzt unbedingt also rein soll, um Himmels Willen. Ebenso, das soll jetzt auch kein Kritikgegner schon mal Let's Play sein. Es ist nur halt so faszinierend, dass so ein Wechsel wegläuft, dass ist das euer Scheiß Ernst? Wegen euch ist mein Abendessen da weg. Ich habe auch nur die Pfeile verbraucht. Da läuft mein Abendessen. Oh, es bleibt stehen. Kann ich normal treffen? Kann natürlich sein, dass er jetzt wirklich gewarnt ist. Also ich will natürlich nicht sagen, dass man alles, das ist, also es gibt da wirklich, ne? Gut, Abendessen noch gesichert. Was zum Glück. Es geht. Was hast du für ein Problem? Ich habe nichts gemacht. Der schnüffelt an mir rum und schreit rum. Sumpfwürfel. Okay. Ich glaube, die sind auch gut lecker. Ich sollte mal das auswechseln. Na toll. So viel zum Thema auswechseln.
Der Ishin-Bogen bringt wirklich einen näher. Ja. Immer wieder wie ein Holzfall wieder. Genieß einfach die Gegend, Leute. Moment mal. Ach, was mache ich da? Ja. Nee, das ist nicht. Ja, ich guck wegen Krog so. Nö. Nichts. Zumindest nicht immer. Die pennen aber auch ganz schön viel rum. Ja. Yeah. Ich muss aufpassen, dass mein lautes nicht hört. Das habe ich zwar bei einer anderen Asaki-Fitis auch zwar so gehört, aber irgendwie ist es ein bisschen nervig. Versuch hoch zu klettern, du Schleimbolzen. Sieht ja aus wie so ein, wie die Wirbel hier so. Hier seht ihr? Oh! Wisst ihr, einer der Gründe, warum ich auch hier durch die Landschaft marschiere, ist, man kann Crocs finden. Wollen wir mal sehen, ob ich hier reinkomme. Hui! Toll, Link ist daneben gesprungen. Also, nur ein Pixel zu weit und schon, ja, zählt nicht. Hm. Links, ich würde nicht einfach so einen Körper in fremde Gewässer machen. Weil, wenn das Wasser nicht tief genug ist, kann es übel enden. Mit aufgeschlagenen Schädel. Hm. Immer mich an die berühmt-berüchtigten Feenringe. Es ist übrigens eine heiße Quelle, die man an der Färbung sieht. Echt hübsch. Ich wünsche, es gibt irgendwie ein Abtorok-Abwehrspray. Das wäre echt ein Segen. Weil die immer so, oh, come on, man will nur einfach ganz geschön da lang gehen. Denkst du, oh, das ist ein schöner Picknicksort und dann, puff, kriegt man einen Stein in die Fresse. Hm? Aber nicht. Nicht. Held des Uratus. Der Helm des angeblichen Königs der Schatten wartet im Sumpf des Tals der Totenbäume südlich der Zwillingswerke. Okay. Da sind ja die Zwillingswerke. Also sind wir sozusagen auf dem richtigen Weg. Wieder regnet es. Ist das nicht sowas wie ein Fuchsring? Ich meine, es scheint die Sonne und es regnet. Fuchshoch. Ja, Fuchsring oder Fuchshochse? Fuchshochzeit. Ja, Schrein in der Nähe. Ach ja, stimmt ja, da unten irgendwo.
wo ich da sozusagen meine Begegnung mit den Bären hatte. Ich sollte wirklich langsam das mit den Titanen machen. Weil das juckt doch langsam doch tierisch in den Fingern. Also, ja. Wir vergessen, wir haben Faden verloren, hm? Naja. Aber im Ernst, ist das Wort Bitch wirklich so schlimm? Eigentlich nicht. Naja, das ist eigentlich wieder Ansichtssache, glaube ich. Okay. Nee, was ist denn Häuser zu erachten? Ja, gibt's nichts Neues. Ach ja, ich habe mal wieder in ein Forum reingeschaut. Also in Carlsen Forum. Also Carlsen, der Verlag da. Wo unter anderem dann auch über Arina Temura geredet wird, also die Autorin von Kamikaze Kaido-chan und so. Ja, und es ist wirklich auch sehr interessant und aber auch sehr ernüchternd. Wie so ein Absturz sein kann, weil Tanemura hat auch wirklich einen Absturz hingelegt. Also waren ihre Geschichte sehr gut gemacht. Also ich finde Kamikaze Kaido-chan. Oh. Im Ernst. Ich verprügel euch mit den Knochen. Nee, da wollte ich jetzt nicht extra. Ich finde. So. Also ich meine, Kamikaze Kaido-chan da. Ja, sollte vielleicht Fehler haben, müsste ich mal wieder mal durchlesen, aber wenn ich es so jetzt durch den Kopf. Ich würde ihn voll einsammeln. Sag ich durch ihn ist, muss ich sagen, finde ich die Kamikaze Kaido-chan einfach wirklich eine gute Geschichte. Okay, ich verstehe zwar nicht, warum der Inspektor da so eine Lachnummer ist, irgendwie so ein komischer Shibi-Typ. Wirklich ein Shibi. Dafür ist ein Anime wiederum ein gut gemachter Charakter, auch vom Design her. Ja, einer der wenigen Pluspunkte in der Serie. Denn in der Serie ist ja Finn ja nur durch eine Gehirnwäsche böse geworden. Und da ist das Teil. Weil im Manga ist es tatsächlich so, dass sie freiwillig auf Seiten des Teufels gegangen ist, auf des bösen Königs. So, weil im Manga ist es nämlich ja tatsächlich so, dass sie, jetzt eine Kurzfassung, sie konnte ihre Kräfte nicht kontrollieren und hat da, ja, und die sind da ausgebrochen, hat dadurch Menschen getötet. Dadurch hat ja Gott eine, sag mal, sehr viel Macht verloren, also an Kraft verloren. Ja, und daraufhin hieß es, ja, ab ins Nichts zu sagen. Das ist die Strafe. So.
Und da hat der Teufel sie dann zu sagen, also Satan, dann, vielleicht keine so gute Idee. Wo sind die jetzt hin? Also der Teufel hat gesagt, hey, komm doch dann auf meine Seite, so. Also brauchst du dich ja nicht einfach dann, sag ich, ins Nichts hin ab, sagen wir, dich nicht in nichts auflösen. Und da hat sie jetzt die Chance genutzt. Das Problem ist ja, dass gefallene Engel keine eigene Energie haben. Also sie... Was sage ich ja so? Ernsthaft, du... Alter, jetzt ich beide wie ein böses Wort... Ups. Nee, jetzt warte ich erstmal. Nee, das ist so... Das ist so schlimm, ich wieder vor... Ich muss immerhin ja aufpassen, dass ich nicht unnötig Weile vergeude. Und bei solchen Rätseln kann es nämlich auch sein, dass man öfters dann daneben schießt. Und mein Bogen zerstört. Also bei Kamikaze Kaito-chan ist es so, dass die Engel Energie sammeln müssen, damit sie wiedergeboren werden können. So. Aber den gefallenen Engeln fehlt die Energie. So. Du solltest... Da sprang... Alter, Link. Du solltest da rüber springen. Ja, okay. Tja, und das hat halt Finn gefehlt. Also ich finde das wirklich da so... Auch sie auch es... Wirklich dramatische Momente. Ein Moment. Santos Helm. Es heißt, der skrupulose Usurpator. Usurpator aus dem Reich der Schatten habe diesen Helm 1 getragen. Ein seltenes Stück, das nicht gleich zu verlangen ist. Aha. Ein Usurpator, okay. Ja. Unter anderem auch, es war auch das mit Dramatik, ist das auch so gewesen, dass, und dann anderen auch im Manga ist auch der, ist auch, ja, auch ein Junge gestorben. So, auch ganz ein dramatischer Moment eigentlich. So, obwohl das auch wieder ein Moment, wo man echt mal ein What the fuck hervorruft. Es ist nämlich so, der Junge ist krank. Also sterbenskrank und er darf sich auf keinen Fall aufregen, weil sonst, ja, Herzkasper und so. Und er hat aber schon lange seine Eltern nicht gesehen, weil sie nicht besucht haben. Und dann hat er mit Jans, also beziehungsweise Marons Hilfe, hat sich rausgeschlichen so. Und da meinte, und haben sie die Mutter getroffen, er hat sich nicht herangetraut, dann hat Maron... ist sie hingegangen und hat dann direkt gefragt, also die Mutter gefragt, ja, warum besuchen sie ihren Sohn nicht? Und sie so lächelt, ja, weil ich sehnsüchtig bin. Und wenn man irgendwo nachsichtig ist, sollte man Verzicht üben. Ja. Ernsthaft. Okay, es war hier aber auch so... Oh, ist... Warum soll das so deinen blöden Bogen nicht? Ach so, weil... Oh je, er kann auf den Boden hauen.
Muss aufpassen, dass ich nicht gegen einen Baum hänge. Weg! Ja, das macht er auch sehr gerne. Oh, das ging ins Auge. Okay, nein, er hat ja auch gesagt, dass der Wahrgrund auch ist, dass sie auch viel arbeiten müssten, um genügend Geld für die Operation zu sammeln. Und deswegen auch keine Zeit haben, ihn zu besuchen. Okay, das war dann nachvollziehbar. Aber trotzdem, wenn man das in dem Moment liest, dann denkt man sich auch, ist das dein fucking Ernst? So? Ich meine, was soll das? Das Kind hat, sag ich, geht's scheiße, ist... Sag mal, den Kids geht's scheiße und... du hast einen versteckten Schatz, total aufgespürt und so das Film halt, ne? Weil, sag ich mal, ich meine, es ist alleine, kämpft ständig mit seiner Krankheit. Halt so, er kann vielleicht in jedem Moment tot umkippen. Und dann kommt dann der dumme Spruch, ja, dann kommt dann diese dumme Anmerkung, ja, wir sind süchtig nach den Jungen, deswegen üben wir einen Verzicht. Ich glaube, das ist wirklich das Letzte, was man in dem Moment wirklich hören will als Kranker. Ex, geisterhafte Rüstung. Die Rüstung eines Ungeheuers, das selbst der Held fürchtete, in den Ruinen der Ebene von Hyrule versteckt. Ein Teil an einen Ort zu finden, an dem Kämpfer ihre Fähigkeit schulten. Ein Teil ist an einen Ort zu finden, an dem die königliche Garde ihren Ruhm besang. Und ein Teil ist in den Ruinen, in denen sich die Soldaten von Hyrule versammelten. Noch zu finden, naja. Das, okay, dann können wir das. Fingerwand. Okay, das ist auch eine Sache. Die grüne Gewandung eines Jüngsten, der sich für eine Fee hielt, ist in Ruinen der Ebene von Hyrule versteckt. Ein Teil ist in Ruinen, in denen einst Handel blühte. Ein Teil ist in Ruinen, in denen Vergehen bestraft wurden. Und ein Teil ist in den Ruinen, in denen eines Dorfes, neben den Feldern, wo einst viele Leute sammelten. Fuck. Ich habe da schon einen gefunden. Aber wo habe ich denn da genau geguckt? Okay, beides, also diese Teile sind dann halt in der Ebene zu finden. Ich kann uns auf den Weg machen. Aber mal im Ernst. Okay, also ich muss sagen, Jan, die Kamikaze, Diebin, wie sie im Deutschen heißt, oder auch Kamikaze Kaido-chan. Ist, finde ich, echt eine schöne Geschichte. Auch über Freundschaft, Verrat, also über Freundschaft, Liebe, Verrat und all das. Also, denke ich ganz gut. Und halt auch, es war auch wirklich eine Dramatik, die wirklich daraus nicht irgendwie so ein abgefucktes Drama gemacht wurde. Also nach dem Motto, ja, wir machen so viel Drama. Aber einfach halt des Dramas wegen. Gut. So. Aber nicht, weil der irgendwie eine Entwicklung der Geschichte darstellen sollte. Oh, das sieht ja schön aus. Cool. Das ist nämlich so furchtbar, wenn es dieses, ja, also Drama wegen des Dramas, was ja gerne in so manchen Fanfiction auch so der Fall ist. Ach Gott, ist das so furchtbar. Oder was auch. Oder was auch schlimm ist, erstmal wird so richtig ein Drama gemacht. So. Und dann
Surprise, Motherfucker, ist gar nicht so schlimm und all das. Alles im grünen Bereich gewesen. Was man ja so gerne bei Twilight so sehen konnte. Erst da so, oh mein Gott, wenn du ein Neugeborene bist, dann, ja, dann wirst du dich ja nicht unter Kontrolle halten. Also als Vampir. Was war? Bella konnte sich natürlich beherrschen. Toll. Wozu der ganze Drama? Was ja auch noch, ehrlich gesagt, auch noch so rüberkommt wie... Ja, wie könnte man das so schön nennen? Ja, ach, Mary Sue. Ja, das war das wohl, was so... ist das Ding hier runtergefallen, oder... Wo ist es... Es hat auch geleuchtet, richtig? Das heißt also, der hätte theoretisch ein, also so ein Leuchtstein sein müssen. Oh. Ja, und diese übertriebene Dramatik, das hat Tanemura auch sehr gerne in ihren Geschichten gemacht, wie ich es so mitbekommen habe. Zuerst war riesiges Tara und dann, ach, ist doch gar nicht so schlimm gewesen. Ja, und ist ja vielleicht schön, es muss nicht immer eine Katastrophe sein. Aber manchmal ist es nun mal so, wenn es so viel, wenn es praktisch, meine, ja, eigentlich, sag ich, praktisch schon aufzählen kann, wie das endet und man sagen kann, ja, das wird so und so enden. Dann macht doch irgendwie der Geschichtserzähler doch irgendwas falsch, findet ihr nicht? Und ich muss auch sagen, mit Tanemura wurde ich auch nicht mehr warm. Ich habe da dieses, Shinsei Cross Alliance, oder wie das so heißt. Da habe ich reingeschaut und ich dachte, das hat mich eher abgestoßen. Ja, abgestoßen hört sich an, was ihr sagen würde, Ikiti geht. Nein, nicht in dem Sinne, sondern im Sinne so von, ich finde keinen Bezug daran. So meine ich das. Bevor du Viech auf die Idee kommst, mich anzurempeln, erschieße ich dich. Und du landest im Topf. Das war auch bei ihr. Also das war wirklich der Fall. Ich wurde nicht mehr warm und irgendwie... Ja, bin ich davon irgendwie abgekommen, irgendwas von ihr zu holen. Weil ich wurde mit ihren Sachen nicht mehr warm. So. Na toll. Ja, den hole ich ja gleich. Aber... ich will hier die ganzen Sachen einsammeln. Die sind halt wertvoll. Aber das... Tja, das gleiche ist auch mit Kaori Yuki. Ich wurde irgendwann nicht mehr warm mit ihren Sachen. Aber ihre Zeichnungen sind auch wunderschön. Keine Frage. Das Problem ist nur, irgendwie ist das immer die Konstellation bei ihr dasselbe. Typen, die einfach, also, die, also, ja, Typen mehr, meine ich Mann und Frau gleichermaßen, die sagen, tun so arschig, dabei empfinden sie das total das Gegenteil. Kriegen aber nicht richtig das Maul auf und wenn sie dann das Maul aufmachen, kommt nur Scheiße. So, also im Sinne von, dass sie da einfach nicht die Wahrheit sagen. Im Motto, also das Gegenteil sagen, was sie empfinden. Autsch. Und das ist da so, ja. Oder dass immer diese Zoff... Wo hatte ich denn die... Wo ist die Durian-Frucht? Oder war da keine? Mann!
Deswegen habe ich doch auch den Baum gesprengt. Moment mal, warum sprenge ich jetzt eigentlich die Bäume? Naja, weil ich Feuerholz brauche und weil ich bei Regen eh nicht hochklettern kann. Weil es so glitschig ist. Ach, das. War das jetzt der Durianfrucht, den ich gerade nicht entdeckt habe? Ich meine, so auch die Kabeleien unter den Protagonisten ist dasselbe und, ach, come on. Das, ja, nach Alice in Murderland oder beziehungsweise, während Alice in Murderland hatte ich da wirklich immer das Interesse verloren, die Geschichte weiter verfolgen. Ich habe eigentlich auch Devil in Forsyland auch nicht geholt. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht warum. Hat es mich echt nicht angesprochen? Ne? Oder so? Ach so. Ja, okay, ich weiß, wo ich jetzt bin. Ja, da kann ich noch nicht hin, weil mir fehlt da was. Jetzt nur noch mal über die Bäume zu springen. So. Ja, ich weiß, es ist ein Krogrätsel, aber das mache ich jetzt nicht. Da werde ich später hingehen. Ich werde es einfach hier markieren. Ich muss so hierher wieder. Obwohl, auch das eine Teil kann ich ja schon holen. Weil dann werde ich die Mütze des Händlers holen. Weil steht, die Mütze des Händlers liegt in der rechten Klaue des Drachen, der die Quelle des Mutes am Takoto-See verschlingt. Was ist mit diesem Drachen auf sich? Naja, gucken wir auf die Karte. Da haben wir unseren Drachen. Recht, da müssen wir hier hin. Und da hier auch ein Schrein ist, nur wir brauchen hier was, nämlich die Schuppe von Faora. Der dumme Drache, der mir immer jedes Mal eine Eilen tut. Obwohl ich nichts getan habe. Ich könnte es ja nachvollziehen, dass ich eine Alge Eil kriege, weil ich auf ihn ziele. Andererseits, ich habe ja auch keine andere Wahl, weil ich brauche nun mal seine Schuppen für manche Rätsel. Ist ja nicht so... Habe ich tatsächlich den Fotomodell... Magnetmodul verwechselt. Ist ja nicht so, dass es, sag ich mal, Spaß macht, auf Drachen zu schießen, die eigentlich die Hüter des Landes sind. Da bin ich nun mal nicht so ein Fan. Also kann ich nicht so ein Fan davon. Aber manchmal habe ich nun mal keine andere Wahl. Da haben wir es, ist es jetzt? Die Mütze des Händlers. Spoiler, es ist keine Mario-Mütze. Er ist auch kein Händler. Radius Mütze, also links Gegenstück. Diese Mütze eines Fahnenhändlers, dessen Armband den Träger zum Bild macht, beschleunigt seitliches Klettern. So halt sehr praktisch, wenn man irgendwo hinklettern muss. Seitlich steht man nicht so ganz blöd da. Und jetzt kürzen wir mal einfach ab und teleportieren uns dorthin.
und holen uns die geisterhafte Rüstung und halt von diesen Junggesellen, also Jungfeengesellen da. T-Life hasst ihn. Und ich kann es nachvollziehen. Bei der Kamera ist echt nicht einfach, eins zu lieben. Es war so schönes Wetter. Aha. Okay, also gucken wir mal ganz kurz. Hallo. Geisterhafte Rüstung. Ein Teil sind an Ortswirten, an denen die Kämpfer ihre Fähigkeit schulden. Es gab ihren Ruhm besangen. Ein Teil sind Ruinen, in denen sich die Schöner von Hall 1 versammelten. Ihre Fähigkeit schulden. Okay, ein Ruhm besangen. Okay. Also Fähigkeit, also schulden. Das ist hier, da. Da gehen wir da als erstes hin. Ich ignoriere euch, ich hab sie nicht eilig. Ja. Ist Kaoru Yuki gut eigentlich? Ich würde schon sagen, ja. Ja, ist die echt schön, wunderschön. Und ich würde, und ich glaube auch. Langrock-Rätsel? Dich habe ich ja schon. Verdammt, durch den Regen sieht man gar nichts, wo ich. Okay. Das sehe ich, das weiß ich nicht. Also sie war, also Zeichnungen sind auch schön und so und ja. Obwohl, wenn ich mal so überlege, naja, wenn die Story wirklich so schön, wenn sie wirklich gute Geschichten machen würde, dann hätte ich die Geschichten auch geholt, oder? Ach, ich weiß es nicht, Leute. Das ist wieder auch Ansichtssache. Ich muss aber auch sagen, dass vieles auch auf. Ja, dass auch viele Sachen eigentlich der letzte Schrott sind und trotzdem mega erfolgreich sind. Warum auch immer. Obwohl, wenn ich mal so überlege, über Twilight redet auch keiner mehr. Wo man eine Zeit lang ja praktisch alle Vampire auf die gemünzt hat. Alle, oh mein Gott. So, das war furchtbar. Selbst in Kümmer Mainz war einmal kurz die Rede davon. Da, Edward, so, und ich dachte auch, ey, ihr seid Profiler-Mädels. Müsstet ihr eigentlich euch nicht sagen, müsste das euch nicht irgendwie total creepy sein, dass da so ein Typ, der eigentlich, eigentlich der furchtbare Stalker ist, aber also sozusagen einer eurer Hauptfeinde, eigentlich so abgefeiert wird? Aber daran kann man erkennen, ja, es ist einfach doch nur letztendlich eine Serie. Aber normalerweise hätten die Macher da sagen müssen, jo, das ist eigentlich Profiler und die Serie ist ja eigentlich scheiße. Also, was heißt die Serie? Ich meine jetzt, die Roman ist eigentlich scheiße geschrieben, weil wir reden über jemanden, der einfach sagt, der einfach ins Zimmer eines Mädchens steigt, um sie im Schlafen zu beobachten. Oder noch sogar auch die Fensterscharniere einödet, damit es nicht so quietschen tut.
Und sonst irgendwelche Eigenarten aufweist, für die normalerweise jedermann schon längst in Knast gelandet wäre. Jetzt wie eine einstweilige Verfügung einkassiert hätte. Ja, hier ist nämlich auch ein Krogrätsel, darum gehe ich hier so lang. Versteht ihr? Das ist nämlich die fucking... Also das wäre immer ganz... Okay, hier war ein Rätselkrog. Wie war der nochmal? Na bitte. Also es kann klappen, aber ich würde mich nicht davon lassen. Okay, da war der Rätsel. Ich erinnere mich. Ich habe mich wirklich gefragt, wieso die Crocs einfach so in der Nähe des Schlammes Hasses sein können. Kann ich mal... Okay, da aber da will ich nochmal hoch. Ach nein, natürlich pisst das jetzt. Link, hoch mit dir. Hoch mit dir, du... Ist mir jetzt scheißegal, Link. Da gehst du jetzt durch. Habe ich gesagt, dass es mir scheißegal ist? Wir haben ja auch Heilsachen dabei, also ey, Futter. So, ich musste kurz was trinken. Tja, wozu brauche ich jetzt mehr Schlagkraft über die Seen? Weil hier ist doch so ein Typ. Hi. Das hier geht nicht weg. Vielleicht liegt es am Regen. Alles klar bei dir? Uah, wo kommst du plötzlich her? Was machst du? Wer, ich? Ich gehe in diese Arena und vermöbel ein paar Monster. Und dafür streiche ich dann Schätze und Waffen als Belohnung ein. Der Trick ist, den Gegner nie aus den Augen zu lassen. Dann klappt das schon. Okay, der gibt mir nur ein bisschen Tutorial. Ah, du wieder? Was? Ich will dieses Mal zu besiegen, oder bekomme ich Waffen und Schätze als Belohnung? Ja, funktioniert ja wunderbar bei dir. Habe ich irgendwie bessere Waffen? Ich wüsste gerne, wie ich eigentlich da so hoch bin. So. Danke. Oh, verdammt. Ich hasse es, wenn Link... Ich hasse es, wenn Link meint... ja, Schere. Er meint, er müsste auch mal zweimal noch einmal nachsetzen. Obwohl er da abhauen sollte. Okay. Ui. Wow. Ich sehe, wie der Arm ein bisschen von hinten geglitscht.
Ah ja. Fuck, ich bin gleich. Oh. Okay, zum Glück macht er. Link, steh auf. Was war das denn? Wieso ist er einmal in drei Kreis gegangen, dieser Idiot? Hä? Was war das jetzt? Ich habe ihn gekriegt. Lonnenherz. Diese hochgeschützte Tat kann von einem neuen gewonnen werden. Es pulsiert mit der Kraft eines Lonnen und ist äußerst wertvolle Zutat in der Medizin. Leunenschwert. Und eigentlich gleichzeitig. Ja, und auch gleichzeitig ein, sag ich mal, Material für meine Ausrüstung. Aha. Okay, das Leuenschild hat mehr. Weil da kam auch irgendwie so ein Fragezeichen. Okay. Und was ist jetzt damit? Hab ich da dich auch schon? Ja, oder nicht? Ich hatte auch so einen neuen schon platt gemacht. Ach nein, da habe ich ihn nicht platt gemacht. Also ich habe da keinen mit einem Schwert platt gemacht, sondern einen mit einem Lanze? Mein Speer war das ja eigentlich ja nicht so richtig. Aber jetzt. Warte mal, ich wollte jetzt nicht unbedingt jetzt schon den Bogen da benutzen. Bei der verschießt drei Pfeile. Warum zur Hölle sind hier Springfässer? Hallo? Wow, du wieder? Was machst du? Ich gehe rein. Ah ja, bla bla. Der Träger. Ja, ja. Was? Du hast den Leuten besiegt? Also, eigentlich würde ich hier was tun. Aber gut. Du hast die Arbeit für mich erledigt. Also sollst du belohnt werden. Wow. Und den Rest kann ich mich kümmern. Du kannst also gehen, wenn du magst. Bis dann. Na, dann hoffe ich auch, dass du auch wirklich. Ach, er sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Nicht er. Er hat. Ne, also er hat nicht so eine komische Nase wie manche andere Liane, wo man denkt, sind sie einfach zu häufig gegen die Wand gelaufen? Okay, dann setzen wir wieder die Maske auf. Ups. Ich habe was vergessen. Was war das denn? Das war ja echt ein Krank-Move. Ich bin ja extra hierher gegangen, weil ich ja hier, einen Schatz bergen wollte. Man könnte auch versuchen, es so zu machen, ohne die Leuen zu wegwerfen, aber die Leuen hatten andere Sache im Sinn. Der hat nämlich ein Wörtchen mitzureden. Der denkt sich auch, was machst du hier? Wieso ignorierst du mich? Na warte, jetzt bist du tot.
Und ich werde es auch deswegen nicht so unbedingt weiter verschieden schieben, weil später ist da hier ein blauer und dann ein weißer / silberner. Und sobald man irgendwas aus der Tasche zieht, wird er angriffslustig, der Leune. Ich dachte gerade eben, war ich schon hier gewesen? Also ich war gerade am Überlegen. Phantomhelm! Dieser Helm stammt von einem Ungeheuer in einer Rüstung, das selbst den Helden in Angst und Schrecken versetzte. Ja, wir sammeln uns die Teile der Phantome ein. Aus... Ja. Aus Beatrix oder... Und waren die auch nicht bei Phantom Hourglass dabei? Ich glaube doch. Ja. Bei Phantom Hourglass waren sie auch dabei. Oh, oh je, das war so ätzend. Oh, das war so furchtbar. Weil wenn die sofort, oh, diese oh, Stealth-Fanat, oh je, so. Oh, kann witzig sein, aber ich bin nicht so ein Fan davon. Aber so, wo man jemanden begleiten und beschützen muss, oh, das ist auch furchtbar. Ach ja, da müssen wir hin. Dann werden wir uns ja überlegen. Hier von durchstochenem Gipfel nach Südosten. Und ja, und das ist er ja. Warte mal, ich werde es jetzt wieder normal stellen. Oh, ist so. Und wie ihr seht, da hinten ist es durchstochen. Oh. Wieso, was ist los? Meine Fresse mal. Okay, oh, Feuer ist hoch. Sammeln die Kämpfe ihre Fähigkeit shooten. Das war halt die Arena. An denen die Königin ihren Ruhm besang. Das muss da sein, wo wir die Erinnerung von Zelda haben. Und ein Teil in den Ruinen, in denen die von Hyrule versammelten. Das muss da... Umschlageplatz, da wurde Handel betrieben. Kommunikationsruine. Gucken wir mal ganz kurz, wo wir mal diese sehr alte die Maske her haben. Die alte Maske, wo sich die Sand sammelt, sie sich sammeln kann. Ah, sammelten Garnison. Geisterhaft, sag mal, ihr Ruhm besangen oder eine Ruine, die Soldaten von Rheins versammelten. Können wir den Weg hier lang gehen und dann sehen wir, was das für ein, was da so für ein abgebranntes Gebäude ist. So, weil die Orte werden erst dann benannt, wenn wir da waren.
Warum dabei Zelda? Naja, um ihr Ruhm besang. Und das ist da, wo wir Zeldas Erinnerung haben, eigentlich ein... Hier haben wir welche, sag ich, einen Festplatz. Uff, das hat ja ein bisschen keine gut gemacht. Ich mag es zwar nicht, jemandem anderen dankbar sein zu müssen, aber du hast uns immerhin gerettet. Also danke. Ja. Man muss... Nächstes Mal zeige ich es ihnen. Man muss auch warten, bis sie ihre Waffen einstecken. Weil sonst... sonst triggert man was Falsches. Alter Umschlagsplatz. Das ist nicht... Also hier ist es auch nicht so versammelt. Oh, wie gehen wir da nach oben? Was macht ihr da? Da geht's gut. Tja, dann seid ihr verrückt. Vor der großen Währung war hier viel Verkehr. Überall gab es Unterkünfte für rein die Reisenden. Jetzt ist alles verlassen und wegen der Monster kommt niemand mehr hierher. Aber es bedeutet selbstverständlich, dass hier Unmenge an Schätzen geben muss. Und darum sind wir hier. Wir sind Schatzjäger auf der Suche nach einem Glückstreffer, der uns reich machen wird. Du wahrscheinlich auch. Also lass dir gesagt sein, dass du es gleich vergessen kannst, nach Schloss Hyrule zu gehen. Da schleichen diese Wächter herum. Und wenn die dich finden, bist du Asche, bevor du blinzeln kannst. Wenn du einen Wächter über den Weg läufst, kann es ganz schnell aus sein. Wir leben schon in einer grausamen Welt. So, genug Gequatsch. Schätze warten darauf, entdeckt zu werden. Oh, tut mir leid. Okay. Ach ja, die treffen wir später nochmal. Und dann sind sie etwas angepisst auf uns. Ihr werdet sehen, warum. Herr Mordor, du sollst auch gleich das geben können, anstelle das zu zerstören. Aber wo zerstören? Da läuft ein Wächter. Da fällt mir ein, dass die Gerudo-Methode wäre, mit voller Pulle mit dem Pferd da lang zu galoppieren und die Wächter per Fallschuss auszuschalten. Ich würde es deswegen nicht machen, weil das arme Pferd. Ja. Sie greifen zwar keine Tiere an, also ich gehe mal davon aus, dass sie keine Tiere angreifen. Wieso ist das hier nicht mehr? Wieso ist das hier nicht benannt? Ja, ich will jetzt dorthin und den Ort. Ja, er musste unbedingt jetzt. Oh Scheiße! Ja, das ist ein Wächter. Mist, was ist denn hier? Sag mal, will er mich ja verarschen? Ach, ich teleportiere mich einfach hoch und dann gleite ich da hin. Also, was soll das? Ich meine, wozu habe ich die Teleportionsfähigkeit? Und ich bin schon über eine Stunde. Ich glaube, ich sollte mal langsam mal den Part da beenden. Also ich gehe jetzt nach oben und beende ich den Part. Weil das wird doch ein bisschen dauern, bis wir jetzt die ganzen Sachen haben. Also, see you, Matani.